Ja, Frau Müller, ich habe mir den Endstand der Landspetition jetzt angeguckt, 233.000 Unterschriften. Die Frage zu stellen, hatten Sie das erwartet, als Sie das gestartet haben, die ist, glaube ich, überflüssig. Das hat man nicht erwartet. Wie konnte denn das so einen Drive bekommen, wie man neudeutsch sagt? Was ist denn Ihre Einschätzung? Ist der Lanz allgemein so eine kleine Hassfigur gewesen oder woran hat es gelegen? Also ich habe ja schon nach dem ersten paar Tagen gestutzt, weil da plötzlich 10.000 Mitzeichnungen schon waren. Und immer wenn ich da drauf geguckt habe, waren das wieder ein paar Tausend mehr. Man konnte an der Anzeige sehen, dass im Minutentakt die Leute mitgeschrieben haben. Also das war unglaublich. Selbst der Petitionsblockbetreiber hat sowas nicht erlebt. Ja, also es war nicht vorauszusehen. Natürlich, spätestens als die erste überregionale Zeitung davon Wind bekommen hat, wurde das natürlich befeuert. Und mit jedem Bericht in den Medien, ob das Spiegel war, ob das Bild war oder FAZ, Süddeutsche, es war ja überall. Und jedes Mal wurden natürlich die Leute, die es bisher noch nicht wussten, die wussten es spätestens dann und haben natürlich mitgezeichnet. Und die Gründe für die Mitzeichnung, die kann ich natürlich im Einzelnen nicht beurteilen. Also viele haben die Sendung gesehen und waren erbost. Ich selbst habe das ja über Twitter verfolgt, was sich dort wirklich an Schwerten aufgetürmt hat. Hashtag Lanz, das ist fast explodiert. Viele haben das wahrscheinlich auch ein bisschen mit Wetten, dass vermischt. Andere haben ihren Frust über den Rundfunkbeitrag zum Ausdruck gebracht. Also da waren einige, ich denke, viele Gründe dabei. Es gab auch sehr viele E-Mails, die ich bekommen habe, also das waren Hunderte täglich, muss ich dazu sagen. Und auch sehr viele Kommentare auf dieser Blogseite, die können Sie, wenn Sie das interessiert, auch heute noch nachlesen. Das sind 1400 Seiten Kommentare. Also ich selbst habe es noch gar nicht genau gelesen, was dort alles steht, weil es war einfach nicht zu schaffen. Und da steht natürlich auch viel über die Beweggründe der Mitzeichnung drin. Alles in allem eine Sache, die ich wahrscheinlich und auch der Blogbetreiber nie vergessen werden. Ja. Ich weiß, dass Herr Danilek sich mal genauer angeschaut hat, woher die Petenten so gekommen sind. Vielleicht können Sie uns da einen Hintergrund liefern. Ja, was bei diesem Instrument Open Petition ganz interessant ist, ist, dass die auch statistische Auswertungen zur Verfügung stellen. Die kann man sich auch auf der Homepage angucken. Unter anderem die Zuwächse der Unterzeichner pro Tag. Und also das, was Maren angesprochen hat, der eine Effekt ist, dass das am 17. hat es, glaube ich, zum ersten Mal Stefan Niggemeier im Internet problematisiert, noch in der Nacht von Donnerstag zu Freitag. Hat er, also ein Medienjournalist, der einen eigenen Blog betreibt, dazu etwas publiziert. Und dann hat es so 2-3 Tage gedauert, wo das noch auf ganz niedrigem Niveau. Und dann hat es Media, auch eine Online-Plattform zur Medienpolitik, aufgegriffen. Und von dort ist es noch am selben Tag praktisch in alle überregionalen Zeitungen. Und dann ging es innerhalb von 3 Tagen mit täglichen Zuwachswechseln von 300.000, 400.000 Zeichen an, also noch 30.000, 40.000 Zeichen. Und das waren so die Spitzenwerte. Und ich glaube, das ist der eine Effekt, dass der Online-Aktivismus und die traditionellen Medien sich gegenseitig hochpushen. Ganz klar. Und dann setzte danach aber eine Bremse ein, ab dem 23. Und ich habe das mal versucht nachzuvollziehen, wer eigentlich dann, denn am Ende war die Petition ja auch ganz stark und kontrovers umstritten, wer da eigentlich den ersten Stein geworfen hat. Und das ist ganz spannend, weil das schon am 23. Christoph Südow bei Spiegel Online war. Und der hat da in einem Artikel auf Spiegel Online schon genau die kritischen Argumente vorgegeben, die dann Teil des Mediensystems danach auch immer weitergekauft haben. Und meiner Beobachtung nach war das jetzt Spiegel Online, die gesamte Springerpresse und ganz schöne Zeit. Und also das fand ich einer der Motoren, die, glaube ich, auch die Petition ganz lange befeuert haben, weil es letztendlich ein Konflikt zwischen traditionellen, etablierten Medien ist und dem Internet-Aktivismus. Und
dem Spannungsbogen hat sich da, glaube ich, viel bewegt. Und ja, so weit vielleicht erstmal. An dich die Frage, ist das nicht ein bisschen ärgerlich, dass solche, sag ich mal, spontane Aktionen, so eine spontane Geschichte, der Traum jedes Medienarbeiters so passiert und ihr bemüht euch ab über Jahre, wichtige Themen wie soziale Gerechtigkeit, Rente, Gesundheit zu pushen und macht ja auch viel Videos und Podcasts von Presseerklärungen ganz zu schweigen und dann bekommt man so ein Geschenk plötzlich aus einer Ecke, freut man sich da, ärgert man sich da oder wie habt ihr das gesehen, so von der professionellen Öffentlichkeitsarbeit? Also wir haben das bei uns in der Online-Redaktion auch diskutiert, auch die Frage, steigen wir da ein, also machen wir dazu etwas bei uns auf der Website und haben dann gesagt, also ohne dass jetzt sich bei uns, Linksfraktion, die Sarah selbst auch äußern würde, würde es nicht gehen. Wir haben mit Sarah gesprochen, die Petition lief schon ein paar Tage, die Zahlen stiegen, wie du es beschrieben hast. Und sie sagt aber, sie möchte da jetzt nicht einsteigen. Sie möchte jetzt noch nicht sagen, das läuft. Das ist auch eine Sache, die ja völlig unabhängig von ihr oder von der Linken, also halt von Ihnen selbst initiiert wurde. Wir möchten uns da jetzt nicht aufsetzen. So, und ohne Sarah ging es nicht. Und deswegen haben wir dann an der Stelle nichts gemacht. Sarah selbst hat ja, glaube ich, dann einmal mit Bild kurz gesprochen, vielleicht machen wir nochmal zwei. Und dann war es gut. Interessant ist ja, dass Lanz sie dann selbst sehr schnell angerufen hat. Ich glaube, nach einer Woche, nach 14 Tagen, gab es ein Telefongespräch. An dem Tag habe ich dann zufällig mit Sarah telefoniert. Da sagte sie, er rief an, sie haben miteinander gesprochen. Er ist selbst total überrascht, wie das läuft. Das ist ganz anders eingeschätzt, dass das eine solche Dynamik bekommt. Und deswegen sind wir da nicht draufgegangen. Es ist interessant, so etwas zu beobachten. Aber ich glaube, dass auch so Elemente dahinter stecken, die sich über längere Zeit auch schon abbilden. Also es wird sicherlich, vermute ich jetzt schon, bei einigen Journalisten auch so ein paar Eifersüchteleien gegeben haben. Wir sind doch eigentlich diejenigen, die Markus Lanz kritisieren. Der ist ja über viele Wetten, dass Ausgaben hinweg immer wieder angegriffen worden. Also wenn man Wetten, dass schaut und gleichzeitig Spiegel Online verfolgt an einem Samstagabend, dann kann man ja mal sehr präzise nachlesen, warum das Interview jetzt nicht ging und warum das schlecht aussah und so weiter und so weiter. Dann kommt so eine Online-Petition, die durch die Decke geht. Das können vielleicht einige dann nicht gut finden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber offenbar können bestimmte Journalisten, also können einzelne Journalisten wohl schwer damit umgehen, dass es gerade im Online-Bereich heutzutage außerhalb von ihrem eigenen Agieren doch Leute gibt, die eben aufgeweckt schnell über Twitter, über Facebook mit einer Online-Petition dann meinetwegen auch agieren und auf die Art ihrer Meinung sagen und dann eben, so wie Sie es jetzt gemacht haben, meinetwegen auch Meinungen bündeln. Also alles, was Sie vorhin gesagt haben, steckt da sicherlich drin. Es war vielleicht nicht nur dieses Interview, es waren auch andere Interviews, es war auch Wetten, dass, es war auch die Gebührenerhöhung, es war das ZDF allgemein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da kam dann viel zusammen und wenn sich dann eben Leute da mal Luft machen, dann sind die professionellen Journalisten offenbar überrascht. Wie ist denn jetzt so der Stand der Dinge? Es gab auch ein offizielles Schreiben des ZDF, dem kann man auch, das kann man das Entschuldigungsschreiben, Antwortschreiben von Herrn Bellut, glaube ich, der das nochmal erklärt hat zu der Geschichte. Ist das jetzt damit und weiterhin gibt es ja jetzt eine neue Initiative seit Ende Februar, eine Website, die heißt www.publikumskonferenz.de und dahinter verbirgt sich ein komplizierter Name, eine ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien in e.V. Vielleicht können Sie mal erläutern, wie das so in diese Sache gemündet ist. Also die Petition ist offensichtlich jetzt in eine institutionalisierte Form, die hat sich gemündet. Ja, also nochmal auch, ganz gerne nochmal hier auf eingehen. Die Medien haben ja auch eine riesen Reichweite. Die erreichen Millionen, also die klassischen Medien, Millionen von Leuten. Und ich habe zum Beispiel beim Interview mal einen Journalisten geraten, er möchte doch mal seine alten Beiträge durchschauen, insbesondere was an Lanz anbelangt. Denn ich bin auch fähig zu googeln und zu recherchieren und sehe natürlich, was da geschrieben wird. Und man sieht ja auch die Kommentare, die dann darauf folgen, also von den Lesern logischerweise. Was ist jetzt
Warum ist jetzt eine Petition im Shitstorm? Das ist ein Begriff, den ich nicht gleichen kann. Und was ist das andere? Das andere ist dann seriöse Kritik, weil es von den klassischen Medien kommt, oder wie ist das zu werten? Also das ist so eine Sache, die ich nicht akzeptiere. So zu der anderen Geschichte, es wäre natürlich jetzt vollkommen irrsinnig gewesen, diese Bewegung, 230.000 Leute, das nicht zu nutzen und das nicht in eine positive Bewegung münden zu lassen. Insofern ist diese Idee entstanden, so eine ständige Publikumsvertretung zu gründen. Also es gibt ja eine andere Bewegung, die wollen einen Publikumsrat gründen, ähnlich wie das in der Schweiz und Österreich ist, aber ich habe das auch mal recherchiert, das ist genau das Gleiche wie bei uns die Rundfunkräte. Das ist eigentlich dasselbe in Grün, nur dass da ein paar Leute aus dem, in Anführungsstrichen, Fußball reingehen sollen. Also sowas ist Zukunftsmusik, zumal das ja auch Ländersache ist. Es müsste ja mit jedem Land einzeln verhandelt werden, inwieweit es möglich ist. Ja, aber bei uns in dieser Publikumskonferenz, ständige Publikumskonferenz der öffentlich-rechtlichen Medien, weil wir uns dazu bekennen, dass wir die öffentlich-rechtlichen Medien eigentlich brauchen, weil wir nicht den privaten Einheitsbrei, den Werbefinanzierten wollen, sondern auch ein meinungsbildendes Medium. Ja. Und das soll aber so eine Art Programmbeobachtung bieten und auch die Leute dazu einladen, zu gucken, ob die Öffentlich-Rechtlichen ihren Programmauftrag und ihren Meinungsbildungsauftrag erfüllen. Also das ist eigentlich der Grund. Wir haben schon das Internetportal erstellt und wir haben das Wiki ist in Angriff genommen und das nächste wird dann dieses basisdemokratische Beteiligungsinstrument sein, eine Art Liquid Feedback, sowas in der Richtung, wo dann wirklich die Meinung eingefangen werden kann, wo gewotet werden kann, wo geguckt werden kann, wo stimmt was nicht und vielleicht sogar nach Sparten sortiert, nach Unterhaltung, nach Nachrichten, nach Politik. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund des Ganzen und ich bin sehr gespannt, ob die Leute, die die Petition so gerne unterschrieben haben, ob die dort mitmachen. Also mir schwebt vor, dass mindestens 1000 mitmachen, dass wir im Gegengewicht zu dem Panel sind, die ja die Quote durch das Panel, das GfK-Panel, wo die Quote ermittelt wird, dass die anderen 1000 die Bewertung machen. Also sozusagen eine Gegenbewegung zum Panel. Ja. Kommen wir vielleicht auch dann auch zum Verhältnis zu dem Rundfunkprogramm, wo wir auch dran sind, kommen wir zurück. Ich wollte noch eine Frage an Herrn Dann-Jürgstein stellen. Mir ist ein ähnlicher Fall untergekommen, wo meinungsführende Medien gewissermaßen einen Trend gestoppt haben oder wo sie versucht haben, eine Bewegung durch der Spitze zu nehmen. Wir hatten zum Beispiel, als diese NSA-Debatte war, wo die Spionagenvorwürfe war, auch die große Debatte, sind die Amerikaner unsere Freunde? Ne? Und dass eben man ein neues Verhältnis zur USA finden muss und dass das einfach nicht nur so weitergeht, dass Deutschland souverän ist. Und da gab es plötzlich, nachdem die Debatte zwei Wochen lief, so einen Leitartikel, Stefan Cornelius in der Süddeutschen Zeitung, und der hat dann geschrieben, liebe Freunde, das transatlantische Bündnis ist schon teilig und da wisst nichts noch kommt und NSA hin und her und die Freundschaft muss bleiben und wir können da nicht überziehen. Und da kippte die Stimmung, dass plötzlich die ganze NSA-Debatte nicht mehr so war. Haben die traditionellen Medien, diese Meinungsführung Medien, trotz aller Agilität des Internets noch Kraft, solche Trends zu setzen? Haben wir noch so einen Journalismus, der dann beschließt? Früher hatten wir das Politbüro, das gibt es natürlich nicht mehr, aber gibt es solch einen Mainstream, der dann sagt, bis hier nicht weiter und jetzt müssen wir mal umsetzen? Und die können das auch machen, die kriegen das durch. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was innenpolitische Berichterstattung ist und außenpolitische Berichterstattung. Grundsätzlich ist es so, dass wir in einer offenen, pluralen Mediendemokratie mit den traditionellen Medien ein System haben, wo die Meinungen von unterschiedlichen Teilen der gesellschaftlichen Eliten nebeneinander abgebildet werden. Problematisch wird es immer dann, wenn alle großen Akteure in der Gesellschaft sich einig sind. Und das ist beim Thema Außenpolitik eben ganz oft der Fall. Das heißt, wenn es um außenpolitische Berichterstattung geht,
dann, das ist das, was wir auch gerade mit der Ukraine-Berichterstattung oder Venezuela-Berichterstattung erleben, dann gibt es so einen Mainstreaming-Effekt ganz stark. Ein bisschen was anderes ist es bei einer innenpolitischen Auseinandersetzung, zum Beispiel jetzt um die Partei Die Linke oder auch um die Petition im Speziellen, wo man oft unterschiedliche Interessen sieht. Also man konnte da relativ deutlich sehen, dass es zum Beispiel bei den privatwirtschaftlichen Medien, bei der Presse, das wird jeder kennen, wenn die Medienberichterstattung machen und über die Öffentlich-Rechtlichen berichten, berichten sie grundsätzlich tendenziell kritisch, eher kritisch. Das ist wissenschaftlich auch relativ gut bewiesen, weil das natürlich ein Konkurrent ist. Aus diesem Konkurrenzverhältnis ist auch genau so ein bisschen gehässige Berichterstattung die ersten Tage entsprungen, dass also jetzt Focus und andere wieder eine gute Gelegenheit hatten, auf die Öffentlich-Rechtlichen zu zeigen und zu sagen, Batch, Batch, schlechtes Programm und dafür bekommt ihr noch Gebühren. Also da gibt es auch innerhalb der Medien Interessenswidersprüche, die sich in einer eher vielfältigen Berichterstattung dann abbilden. Also bei der Kampagne gegen die Petition waren es, wie gesagt, also Springer, Spiegel komischerweise und die Zeit. Also ich glaube, Zeitherausgeber Joffe war dann ja der am radikalsten am 27., ich habe es mir nochmal rausgeguckt, 27. hat er die Petition in die Gegend der Nationalsozialisten gestellt und gesagt irgendwie, ja, das ist sowas, wie die SA gemacht hat. Ne? Also Joffe sozusagen Kraft seiner Meinungsmacht hat da sozusagen den Shitstorm gegen den Shitstorm angeführt. Ne? Und das ist ein Effekt, wo man sich klar sein muss, das funktioniert, was deine Frage ist. Also die traditionellen Medien sind ein hierarchisches System und ein zentrales Verteilmedium, ne, wo in einem Kern Inhalte produziert werden und die dann mit möglichst hoher Reichweite verteilt werden. Und da herrscht unter den Mitarbeitern, unter den Journalisten, meistens sind es Männer, besonders in den Chefredaktionen, auch ein gewisses elitistisches Bewusstsein. Wenn man mal guckt, was in diesen Artikeln, mit denen die Petition angegriffen wurde, an Argumenten kam, ich habe es mir hier nochmal rausgeguckt, dann ist vollkommen klar, also beispielsweise Arno Frank, Christoph Südow, alle beide bei Spiegel Online, eigentlich Leute mit einem liberalen Hintergrund, aber die sagen dann in den Artikeln explizit, ich zitiere mal, über Wohl und Wehe der Weiterbeschäftigung ihrer Moderatoren entscheiden die Sender. Personalentscheidungen können nicht pseudodemokratisch ausgelagert werden. Ne? Also die haben ohnehin das Problem, dass es sozusagen, dass denen wirtschaftlich das Wasser bis zur Nase steht und sie kein neues Geschäftsmodell haben. Die fühlen sich durch das Internet ohnehin schon bedroht, leben gleichzeitig in einem relativ elitistischen Selbstverständnis, als wir sind hier die Leute, die auswählen, was wichtig ist, wir gewichten, wir bewerten. Und das funktioniert auch. Also ein großer Teil des Publikums folgt ja der Medienagenda und der Medienbewertung. Großer Teil, nicht alle. Und jetzt kommen auf einmal Leute von außen, noch im Zusammenhang mit diesem dubiosen Internet, was ihnen auch wirtschaftlich das Leben schwer macht, und reden ihnen in ihre Privilegien rein, ja? Personalentscheidungen. Und dann noch irgendeine Frau aus dem Osten, Sachsen. Sachsen, ja. Also was sozusagen für die Hamburger Mediokratie kulturell, habituell schon das Worst-Case-Szenario ist. Und dann werden diese Leute drastisch und ich glaube, daraus lässt sich auch erklären, dass ein Teil der Reaktion bis eben hin zu Joffe so war, wie sie sind. Und das andere Teil ist, wie gesagt, außenpolitische Berichterstattung, Stichwort Josef Joffe. Da haben wir einfach, gut, wenn wir uns das Mediensystem der Bundesrepublik jenseits der Öffentlich-Rechtlichen angucken, ist es natürlich traditionell seit 1946 so, dass das 4-5 Familien sind, die eine sehr, sehr hohe Reichweite haben. Ne? Die Mohns, Springers, um die gibt es inzwischen Aufsichtsräte drumherum, aber letztendlich ist es eine sehr, sehr kleine Gruppe, die sich sehr, sehr schnell abstimmen kann in Bezug auf bestimmte Redewendungen und Grundlinien, die da sind. Also ich sehe das Problem bei der außenpolitischen Berichterstattung viel, viel, viel gravierender. Und das ist auch Stichwort Publikumsunmut, jetzt die letzten Wochen Ukraine-Berichterstattung, was ich vom Publikum mitkriege, die Leute sind total empört. Also ich habe mich nur mit Artikeln ein, zwei Mal am Rande in die Debatte eingewischt. Ich kriege täglich Dutzende E-Mails von Leuten, die sagen, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also Leute, die ihre eigene Meinung, ihren eigenen Blick auf den Konflikt in dem traditionellen Mediensystem überhaupt nicht repräsentiert sind und dann natürlich zu Recht einen großen Unmut
empfinden. Und das sind, glaube ich, Argumente, die dann genau so eine Online-Initiativen befördern. Ich merke schon, wir machen jetzt ein sehr, sehr weites Themenfeld auf. Eine Frage an dich noch, du wolltest auch genau was sagen, aber eine Frage habe ich auch. Hat sich seit der Wagenknecht-Geschichte, dieser Landsgeschichte, der Umgang geändert? Denn ich meine, dass linke Politiker so angefasst werden im Fernsehen, war jetzt nicht so neu, sage ich mal. Das war ja doch immer ein hartes Brot für linke Politiker in solchen Runden. Alleinstellung, die allein und auch alle hackten auf denen rum und auch waren auch extra Leute eingeladen, von denen man wusste, so wie Jörges bei der Sarah Wagenknecht, der noch zusätzlich rumhackte, sozusagen noch einer drauf. Hat sich das jetzt geändert? Ist man da vorsichtiger geworden oder ein Fehler und wir machen so weiter? Spürt ihr da eine Veränderung? Das weiß ich nicht, inwieweit das jetzt in den Redaktionen oder auch von Moderatoren untereinander reflektiert wird, das weiß ich nicht. Ich gehe hin und wieder mal, Gregor, Gysi, auch Sarah, wenn die jetzt in Talkshows gehen hier in Berlin, dann auch mit ins Studio. Was schon nochmal ein Unterschied ist, ob man sich die Sendung zu Hause anschaut oder ob man die Reaktion des Publikums auch direkt im Studio mal mitbekommt. Das ist für mich immer sehr interessant zu gucken, wie reagiert das Publikum dann auf die Argumente meinetwegen von Gregor, aber auch von den anderen Gesprächsteilnehmern. Und wer die Chance hat, in solche Studios mal zu gehen, die sind ja auch von der Ausstattung, vom Setting her sehr, sehr unterschiedlich. Insofern, das Publikum hat ein sehr feines Gespür dafür, auch in diesen Studios, ob jemand überzieht oder nicht. Und ob das jetzt ein Moderator ist, eine Moderatorin oder eine Gesprächsteilnehmerin, Gesprächsteilnehmer, das kriegen die sehr wohl mit. Und ich glaube, das wird der Punkt auch bei der Landsgeschichte gewesen sein, dass sie gesagt haben, da muss doch jetzt mal Schluss sein. Sie hat es doch jetzt gesagt. Was will er denn jetzt noch? Weshalb fragt er denn da nochmal nach? Weshalb lässt er sie nicht ausreden? Also so wie sie das empfunden haben, geht es anderen Leuten natürlich auch. Und im Studio spielen sich solche Sachen natürlich dann, also gibt es auch dann solche Emotionen, kommen auch solche Reaktionen, das fällt den Leuten schon auf. Ich glaube, dass das natürlich dann bei den Moderatoren wirkt, muss man aber auch sagen, ist Lanz ein Moderator, der auch um die Zeit, ich meine, das läuft ja dann schon fast mitten in der Nacht, harte politische Interviews führen sollte. Oder ist Sarah Wagenknecht da nicht einfach doch eine Nummer zu groß? Oder ist das Thema, das er dann mit Sarah Wagenknecht um die Zeit anpackt, einfach auch unangemessen für diese Runde überhaupt? Das wird dann so durchsichtig, wenn dann jetzt auch noch Hans-Ulrich Jörges vom Stern auf die Art mit einsteigt. Man muss ja wissen, dass Sarah Wagenknecht ein Jahr zuvor schon mal bei Lanz war. Und da haben sie, glaube ich, eine Dreiviertelstunde aufgezeichnet, am Ende dann einen Teil rausgeschnitten, weil er nur eine bestimmte Sendezeit hat. Da hat er Sarah nicht geknackt. Jetzt kommt sie ein Jahr später mit einem anderen Thema. Es geht in eine ähnliche Richtung, es ist ein ähnlicher Ablauf. Die Leute sagen dann irgendwann, ey komm, jetzt ist doch wirklich mal gut, was willst du denn jetzt? Der Umgang mit Politikern von uns, von der Linken, ich weiß nicht, ob der sich generell geändert hat, weil sich ja auch die Redaktionen nun nicht wirklich grundlegend geändert haben. Aber die Präsenz hat natürlich deutlich zugenommen. Das hängt auch damit zusammen, dass es jetzt nur noch 4 Fraktionen im Bundestag sind. Die FDP ist raus. Und was, glaube ich, das Publikum viel stärker registriert ist, dass Argumente, die von unseren Politikerinnen und Politikern gebracht werden, von anderen Diskussionsteilnehmern auch in anderen Runden aufgegriffen werden. Wenn man jetzt die Ukraine-Debatte nimmt, Argumente, die Gregor Gysi im Bundestag gebracht hat, die bringen dann andere Leute, Guido Knob, meinetwegen bei Hart aber fair, ein paar Tage später. Der sagt natürlich nicht, das habe ich von Gregor Gysi im Bundestag gehört. Er hat es gehört, er hat es nicht gehört, wer weiß das schon. Aber Fakt ist, dass die Argumente, die dann von unseren Politikern vorgetragen werden, doch offenbar näher dran sind am Empfinden, am Denken der Bevölkerung insgesamt, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren oder auch Monaten der Fall war, weil sie dann häufig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle lagen. Die Politik ist ja jetzt keine andere. Das ist das eine. Die andere Geschichte ist, glaube ich, dass sich Interessierte an Politik generell von den traditionellen Medien, auch von den Online-Medien, möglicherweise etwas emanzipieren. Letzten Montag war Inge Hannemann im Bundestag, die Hartz-IV-Rebellin. Da gab es eine Petition zum Thema Hartz IV, 90.000
Unterschriften. Dann war sie da im Petitionsausschuss. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dann in dem Fall 90.000 Leute eine solche Petition unterschreiben. Oder es gibt eine Petition zum Freihandelsabkommen. Also das Freihandelsabkommen soll verhindert werden. Stehen jetzt, glaube ich, dann bei 40.000, 50.000 Unterschriften. Es gibt natürlich auch eine Petition für das Freihandelsabkommen. Die Zahlen sind da noch vierstellig, glaube ich. Seit es diese Plattformen im Internet gibt, seit man die über Twitter, über Facebook weiterverbreiten kann, also seit es ganz andere Netzwerke gibt, um diese Informationen zu transportieren, da ist etwas, bewegt sich da wesentlich mehr außerhalb dessen, was Redaktionen, egal ob print oder online oder im Fernsehen, beeinflussen können. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion im Bundestag vor ein paar Jahren. Damals war Peter Frey noch Leiter des Hauptstadtstudios des ZDF. Jetzt ist er Chefredakteur. So, und da ging es darum, dass Fraktionen und auch Parteien selbst YouTube-Kanäle einrichten und Podcasts mit ihren Politikern produzieren. Das haben wir auch gemacht zu der Zeit. Und da sagte Peter Frey, also er versteht das gar nicht, warum jetzt Parteien und Fraktionen solche Portale einrichten und dort ihre eigenen Videos reinstellen, weil es ist doch Aufgabe der Journalisten in den Redaktionen der Fernsehanstalten, solche Interviews zu führen. Hat er gar nicht verstanden. Weshalb die Parteien dann selber sagen, Videokamera bedienen, da haben wir auch fähige Leute, können wir auch machen. Ein Studio uns anmieten, ein Video, ein Interview produzieren, können wir ganz genauso. Das kam bei ihm nicht an. So, wir sind übrigens von unseren eigenen Podcasts, die wir gemacht haben, wieder weggegangen, weil wir gemerkt haben, dass die Leute sich lieber eine komplette Rede, die im Plenum gehalten wird, auf YouTube anschauen, als einen produzierten Podcast. Und eine Rede von Gregor Gysi zu Edward Snowden haben wir selbst natürlich auf unseren YouTube-Kanal gestellt, mit einer, sagen wir mal, beachtlichen Zuseherzahl. Dann kommt jemand, leitet das Video weiter auf seinen eigenen YouTube-Kanal, da sind es dann fast 1 Million Zuschauer. So, das heißt, es läuft dann natürlich auch außerhalb der Portale, die jetzt Fraktionen oder Parteien selbst zur Verfügung stellen. Für uns ist nur wichtig, dass das Video überhaupt im Netz ist, dass es sich jemand anschauen kann. Also ich finde, es ist wirklich wichtig zu gucken, wie sich die Leute wirklich davon emanzipieren, dass ihnen 1,30 Nachrichtenschnipsel in Nachrichtensendungen vorgesetzt werden oder dass ihnen Meinungen scheinbar vorgegeben werden oder dass ihnen Meinungen präsentiert werden mit der Absicht, meinetwegen Debatten in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und ich weiß nicht, ob die Journalisten in den Redaktionen diesen Prozess schon voll erfasst haben, wie sehr sie damit klarkommen, dass das auch außerhalb von ihnen läuft und dass die Leute heutzutage alle Möglichkeiten haben, sich selbst Meinung zu bilden, selbst ein Urteil zu bilden und darauf basierend ihre Entscheidung zu treffen. Da wird in Deutschland noch viel passieren, wenn man sich anschaut, die Twitter-Nutzung in Deutschland ist bei weitem noch nicht so wie im angelsächsischen Raum, da ist Deutschland, glaube ich, europaweit noch ziemlich hinterher, aber wenn man sich die Zugriffszahlen über die Jahre anschaut, welche Rolle diese Medien dann auch spielen, wird sich dann in den nächsten Jahren in Deutschland wahnsinnig viel verändern, das glaube ich schon. Das hat Konsequenzen für die Öffentlichkeitsarbeit von Parteien und Fraktionen, ganz klar, aber es wird auch für die Journalisten natürlich die Herausforderung bestehen, mehr zu schauen, was wird wie von den Leuten, an die wir uns wenden und die unsere Publikation dann auch bezahlen sollen, wie wird das von denen reflektiert? Also der Dialog muss ja wirklich zustande kommen. So, und vielleicht das zum Schluss noch. Wenn man auf Spiegel Online geht und die Art und Weise, wie Spiegel Online über ihre Petition berichtet hat, das war ja ambivalent. Also sie haben ja von Spiegel Online auch direkt verlinkt auf die Seite und ich glaube, sowas hilft dann auch. Also die Zugriffszahlen von Spiegel Online, dort einen Artikel lesen, dann gleich auf den Link gehen, dann gleich die Petition unterschreiben, das hat natürlich geholfen, muss man sich nichts vormachen. Aber es ist immer interessant, sich auch mal dann die Kommentare anzuschauen, die unter den Artikeln auf Spiegel Online stehen. Das greift manchmal die Meinung, kann man sich die Hoeneß-Debatte nochmal anschauen meinetwegen oder auch die Berichterstattung über die Ukraine. Das ist konträr häufig zu dem, was die Journalisten in ihren Beiträgen geschrieben haben. Geht gleich los. Kleiner Werbeblock. Auch die Linke Medienakademie hat einen Twitter-Account, einen neuen, der heißt Lima-Ticker. Wer sich da noch nicht, noch kein Follower ist, wie es neudeutsch heißt, empfehle ich alle. Und dann noch ein zweiter Werbeblock. Der Bundestag und seine Mediathek hat natürlich auch euch da ein bisschen was abgegraben. Also man kann jetzt 1-2 Stunden später alle Reden des Bundestages sogar auf Redner konkret nachsehen und so weiter. Ja. Also
der Bundestag als Institution, was diese Seite betrifft, in den letzten Jahren, also wenn ich 2005 denke, ich glaube, da gab es auch nicht mal einen Livestream im Bundestag, Bundestagsreden, und jetzt gibt es die Reden eine Stunde später einzeln pro Redner, also da hat er, zumindest die Institution hat da was gelernt. Ja, wir kommen gleich zu den Fragen. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, weil das schon eine Rolle spielte, dass eben das Internet den traditionellen Medien, auch in den Kommentaren, die Meinung, das Wasser abgräbt. Aber irgendwo habe ich auch immer das Problem mit der demokratischen Legitimation. 1000 Leute sind ja noch keine Legitimation. Und wenn ich zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist jetzt üblich, mir Twitters vorzulesen oder Einträge aus Facebook, da denke ich immer, ja, vielleicht habt ihr die selber geschrieben oder wer hat die geschrieben oder sind die gefaked? Also ich meine, die bedeuten ja in dem Sinne nichts, sondern, und da wird mir sozusagen auch als Volkesmeinung wird mir präsentiert, eben diese Twitter und so weiter, da denke ich, naja, 1000 Twitter habt ihr gekriegt, lest dann die drei vor, die euch in den Kram passen oder irgendwie so pseudo ausgewogen. Also sie sagten ja, dass jetzt 1000 Leute vielleicht dort dieses Gewicht sein sollen. Also erste Frage, muss man doch irgendwie stellen, ist das dann die Zahl, die das doch legitimiert? Und ist es auch im Ausdruck mit der Unzufriedenheit der bisherigen Beschwerdemöglichkeiten der Leser und Hörer? Ich will jetzt ohne Programmbeschwerde machen, hatte jetzt überlegt, ein Rundfunkredakteur hat mich so geärgert, aber man muss eine Programmbeschwerde machen, dann kriegt man da eine Antwort und muss sich in den Rundfunkrat wenden. Also da gehen 5 Jahre ins Land, bevor man so gar keine Antwort kriegt. Was würden Sie dazu sagen? Also demokratische Legitimation solch einer Website und auch wie ist das mit den bisherigen Strukturen? Wurde das versucht von Ihnen auch oder von den Leuten, die bei Ihnen jetzt da mitmachen, sich auf normalen Wege zu beschweren? Was die Frage ist so lang, dass ich den Anfang nicht mehr weiß. Ach so. Was jetzt das Anonyme anbelangt oder dass diese, das, was man als Legitimation begreift, wenn ich anonyme Kommentare unter einem Zeitungsartikel lese, dann ja, wie soll ich was werten? Oder heute zum Beispiel war im Stern ein Insiderbericht von jemandem, der über die Kontogeschichten von Hoeneß Bescheid wusste, wo keiner weiß, wer das ist. Also sein Name muss geheim gehalten werden. Da könnte ich auch sagen, ja, vielleicht ist ja eine Erfindung vom Stern. Wer weiß, ob es den Mann überhaupt gibt, keine Ahnung. Man kann sich da nie sicher sein. Und die Anzahl von 1000 in unseren Liquid Feedback ist eigentlich nur die Antwort auf die 1000, die im Panel sind, die im Quotenpanel, das sind ja auch nur 1000 Leute bundesweit. Und von den 1000 Leuten wird hochgerechnet, wie die Quote ist. Und die Quote kann man sogar schummeln, das ist ja möglich. Also ich werde ja nur gezählt, wenn ich im Panel bin. Aber wenn ich Lanz gucke und bin ich im Panel, wäre ich nicht gezählt. Wenn ich nicht gucke und bin ich im Panel, wäre ich auch nicht gezählt. Also das ist eigentlich völlig hirnrissig, diese Einrichtung. Deswegen da 1000, da 1000. Wenn es bei uns natürlich 10.000 werden, ist es noch schöner oder 20.000. Ja. Das war einfach nur die Antwort auf diese Quotengeschichte, weil immer gesagt wird, ja, die Quote, und das haben immerhin 2 Millionen Leute geguckt, dann muss es ja gut sein, aber hallo. Na? Und wenn ich 230.000 Leute in einer gebündelten Publikumsbeschwerde habe, dann soll das nicht legitim sein, so wie das der Professor Bellot, Dr. Bellot, ich will nicht größer machen, also ist Dr. Bellot vom ZDF gesagt hat, die akzeptieren das nicht als Publikumsbeschwerde. Die akzeptieren das nicht. Eine Publikumsbeschwerde muss förmlich sein, da muss man ausfüllen an den Intendanten oder an den Rundfunkrat, an den Verwaltungsrat. Dann gibt es im Internet so ein Formular und das muss dann möglichst einzeln dahin geschickt werden. Also man stelle sich vor, die hätten 230.000 einzelne Briefe bekommen und hätten die bearbeiten müssen. Dann muss ich sagen, diese Petition ist eine verdammte Dienstleistung an diesen Sender gewesen.